Das hier war möglich, weil es hier den Monat zwar gibt, aber hier drin kann ich mir ein neues N definieren. Und das hat, das nennt man den Scope von Variablen. Das ist nochmal wichtig. Dieses N, wenn ich das hier drin definiere, es gilt nur in diesem Block. Ja, wenn ich jetzt hier versuchen würde, N ist gleich N plus 2 zu machen, dann meckert der Compiler, weil er sagt, N cannot be resolved to a variable. Weil dieses N, wenn ich es hier in dem Schleifenkörper definiere, und das gilt für jeden Block, das gilt auch für den Block eines If, das gilt für ein Switch, wenn ich eine Variable innerhalb eines Blocks deklariere und definiere, dann gilt sie nur in diesem Block. Außerhalb dieses Blocks ist sie nicht sichtbar. Das hat den Effekt, dass wir unsere Variablen-Deklaration sehr nah an den Code ziehen können, an dem sie tatsächlich verwendet werden. Das heißt, wir haben immer so eine gewisse Ordnung, dass die Dinge, die zusammengehören, auch zusammenstehen im Quelltext. Ja, also deklarieren Sie nicht einen Haufen Variablen ganz am Anfang Ihres Programms und verwenden die dann irgendwo später, sondern deklarieren Sie sie so spät wie möglich. Immer erst dort, wo man sie braucht. Man kann in mehreren Blöcken die gleiche Variable mit der gleichen Bezeichnung nutzen. Da gibt es keine Wertung zu. Das ist natürlich sinnvoll, wenn wir immer wieder dieselbe oder eine ähnliche Funktionalität haben, wo wir die Redundanz aber nicht verhindern können aus Gründen. Ja? Es kann ja Gründe geben, warum man das nicht auslagern kann in eine Methode. Das werden wir nächste Woche sehen, was das bedeutet. Dann kann das auch sinnvoll sein, denselben Namen mehrfach in aufeinanderfolgenden Blöcken zu verwenden. Wo wir das auf jeden Fall haben, sind ja Schleifen, die nacheinander kommen. Dass der Schleifenzähler häufig I heißt, ist kein Zufall. Das heißt Index. Ja? Das hängt damit zusammen, dass wenn wir durch ein Array durchlaufen, diese Array-Zellen, das werden Sie dann auch in zwei Wochen sehen, nummeriert sind und dass man diese Nummer Index nennt. Und I ist einfach eine Abkürzung für Index. Ja? Und das ist der Grund, warum Schleifenzähler oft I heißen. Und den hat man natürlich immer wieder. Und das weiß aber auch jede und jeder. Okay, I ist wahrscheinlich irgendein Zähler. Ja? Und das heißt, ich mache jetzt das und das kommt weg, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt ist der Compiler schlau. Jetzt sagt er uns, das geht so nicht. Monat cannot be resolved to a variable. Warum? Die Bedingung gehört nicht zum Schleifenkörper. Die Bedingung ist außerhalb des Körpers. Ja? Deswegen geht das nicht. Ich habe sie ja hier neu deklariert. Und es geht aber trotzdem nicht, weil die Bedingung nicht zum Schleifenkörper gehört. Das heißt, eine Variable, die in der Bedingung einer Schleife auftaucht, muss außerhalb der Schleife deklariert werden. So, und das heißt, wir müssen das so machen. So, und jetzt können wir nochmal einen richtigen Test machen. Also 0, 13, minus 177 und 7. Und dann haben wir eine gültige Variable. Gibt es jetzt keine Ausgabe. Das ist jetzt nur so ein Programmfragment, um einfach mal das zu demonstrieren.